Moin, der Baby hier. Willkommen zurück. Heute habe ich einen kleinen Guide für euch, und zwar wie man die Cooper Karabiner in Warzone freischalten kann. Ihr könnt das Ganze entweder in Rebirth Blutgeld machen, das ist ein ziemlich guter Modus dafür. Der wird wahrscheinlich aber nicht immer in der Playlist sein. Wenn dann Caldera Blutgeld, also Beutegeld, wieder da ist, könnt ihr es dort auch machen. Das ist auch ein Modus, wo man das ziemlich gut machen kann. Wo finden wir jetzt die Waffe? Einmal hier oben unter Waffen, Ausrüstung bearbeiten. Sucht euch irgendeine Klasse aus. Geht auf die Sturmgewehre. Und dann müsst ihr unter den Vanguard-Waffen schauen, wo die Cooper Karabiner ist. Hier ist sie jetzt zum Beispiel einmal bei mir. Die Aufgabe an sich ist auch nicht schwer. Erreiche in einem Spiel 5 Kopfschüsse mit einem Sturmgewehr. Hier steht zwar Scharfschützengewehr, das ist ein Beschreibungsfehler. Ihr müsst dafür auf jeden Fall ein Sturmgewehr benutzen. Welches ihr dafür benutzt, das ist vollkommen egal. Also ihr könnt jedes beliebige nehmen. Ihr könnt die Waffen ja auch sortieren. Wenn ihr zum Beispiel nur die Vanguard-Waffen wollt, die Modern Warfare-Waffen, dann werden euch die dementsprechend auch nur angezeigt. Ich habe das Ganze mit der XM4 gemacht. Das ist das einzige Sturmgewehr, was ein paar gute Aufsätze bei mir hat auf diesem Account. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen, falls ihr die auch so spielen möchtet. Hier könnt ihr das Ganze jetzt nochmal ingame sehen. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir mit dem Sturmgewehr immer einen Kopfschuss machen, also beziehungsweise die Gegner mit einem Kopfschuss töten. Auch wenn die genockt sind, könnt ihr in den Nahkampf laufen zum Beispiel und mit dem Sturmgewehr auf den Kopf schießen. Das zählt auch. Ihr könnt die vorher auch mit einer anderen Waffe knocken, zum Beispiel mit einer Sniper oder einer MP. Hauptsache, ihr macht den Finisher dann mit einem Kopfschuss und das mit einem Sturmgewehr. Sobald ihr die 5 Kills habt, könnt ihr die Runde auch verlassen. Falls ihr noch nicht den Fortschritt angerechnet bekommen habt, startet einmal das Spiel neu und dann sollte das Ganze funktionieren. Nachdem ihr die Waffe dann freigeschaltet habt, könnt ihr die ganz normal hochleveln. Maximalstufe ist Level 70. Ihr schaltet dann nach und nach alles frei. Auch die ganzen Aufsätze, die kommen dann nach der Zeit. Und hier könnt ihr auch einmal die Aufsätze für eine Long-Range-Variante sehen, die ziemlich gut sind, falls ihr dann auch so spielen möchtet. Und falls ihr den Vanguard Multiplayer besitzt, könnt ihr die Waffe hier natürlich auch freischalten. Hier müssen wir auch irgendein beliebiges Sturmgewehr benutzen, also es ist vollkommen egal welches. Wichtig ist, dass ihr ein Sturmgewehr spielt. Und dann könnt ihr zum Beispiel... Aktuell haben wir Shipment 24/7 drin, das ist ein Modus, der eigentlich immer relativ schnell geht, zum Beispiel TDM. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Modus spielen. Dort müsst ihr dann auch jeweils 5 Kopfschüsse mit einem Sturmgewehr machen und das in 15 verschiedenen Runden. Hier im Multiplayer ist es wichtig, dass ihr die Runden zu Ende spielt, sonst wird euch das Ganze nicht angerechnet. Ja, das wäre es dann jetzt auch erstmal soweit mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Freischalten. Falls noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt mal es gerne in die Kommentare rein. Wenn euch das ganze Video auch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Tüdelü.